Ja, moin moin. Pünktlich zum Saisonstart habe ich beschlossen, dass wir doch den Sommer im Garten verbringen. Und da gibt es natürlich einiges zu tun. Ja, nicht, dass ich zu wenig zu tun hätte oder nicht genug zu tun hätte. Ihr wisst es ganz genau, dass ich eigentlich ja, mit meinem Schrauberkanal, mit den Umbauten der Autos genug zu tun habe. Aber nichtsdestotrotz, der Sommer steht vor der Tür und wir müssen ein bisschen was tun. Ja, und da dachte ich, wisst ihr was? Ich habe jetzt schon 4 Tage hier verbracht und dies und das gemacht und es hat immer super lange gedauert und habe es nie geschafft, euch zu zeigen, was hier eigentlich so, was hier so passiert, weil es einfach zu spät war und ganz zum Schluss ist man total geschlaucht. Aber jetzt dachte ich, wisst ihr was? Jetzt nehme ich euch mit und zeige euch, was hier los ist. Also, heute steht das hier an. Terrasse wird anscheinend wahrscheinlich komplett abgerissen. Holz ist komplett marode. Wurde einfach nicht gepflegt, nicht von mir, sondern vom Vorgänger, weil ich habe das halt ja vom Vorgänger halt abgekauft. Ja, ich wollte euch noch mal so einen kleinen Überblick verschaffen, was so in Planung ist. Und wir werden einfach zwischendurch einfach ein bisschen was machen. Im Plan ist ein Beet, im Plan ist hier ein Pool, ne? Das ist jetzt gerade ein Teich. Ja, sind auch schon die Fische, die schwimmen fleißig. Zack, zack, zack. Ja, Fische, aber die müssen leider raus. Die werde ich natürlich nicht irgendwie entsorgen oder so, sondern die werden in einen anderen Teich untergebracht zu jemandem, der sich mit sowas auskennt. Und wie gesagt, ich will hier einen riesen Pool und ich stelle mir so vor, dass hier vom Dach eine Rutsche darunter geht. Nein, natürlich nicht. Das ist Spaß. Ja, hier ein Riesenbaum. Der wuchs bis zum Stromkabel, bis übers Dach, hat natürlich entsprechend auch die ganze Terrasse komplett verwittern lassen, grün werden lassen. Deshalb musste der erstmal ab. Ich habe ihn nur halb gekürzt. Wahrscheinlich werde ich ihn nochmal komplett runtersäbeln. Ja, und das komplette hier, das kommt runter und wird einmal neu aufgebaut, weil hier bei Sonne Frühstück, Abendessen, Mittag, wie auch immer, Terrasse. Die muss natürlich halten, da waren die kompletten Platten alle lose. Ja, hier war alles total verwuchert, hat Anja schon alles fertig gemacht, die hat schon alles abgerissen. Und hier waren auch Sträucher, die wuchsen bis zum Dach. Na, nicht bis zum Dach, aber fast bis zum Dach. Die waren locker 2,5 Meter lang, haben wir alle abgerissen. Und da werden wir gucken. Wir sind da nicht ganz so kreativ, wie und was wir da machen. Aber wir machen halt das Beste draus, ne? Ja, jetzt steht hier schon seit 4 Jahren so ein Kubik Wasserbehälter. Da war aber keine Rinne angeschlossen. Aber da war das Ding immer da drin und war aber keine Rinne angeschlossen. Ich bin dann da hochgeklettert, habe mal geguckt. Und wisst ihr was? Da war noch nicht mal ein Loch bei dem Anschluss. Das Wasser, das lief einfach hier am Endstück raus und tröpfelte fleißig hier hin. Hat natürlich alles die ganze Erde ausgegraben. Und das habe ich auf die Schnelle fertig gemacht, denn wenn der nächste Regen kommt, will ich, dass da ein bisschen Wasser drin ist. Ah, Anja freut sich, dass sie auch mal mit drauf sein darf. Ja, für den Kleinen wird schon ein bisschen was vorbereitet, ne? Der Kleine hat natürlich Spaß, er darf ein bisschen basteln. Und ich schnappe mir den Akkuschrauber und ja, nimm die Terrasse jetzt erstmal auseinander. Ach ja, hier auch. War komplett zugewachsen, man sieht das noch. Unfassbar. Ja? Sogar die Antenne hat es fast aufgefressen. Die Satzschüssel und hier waren Bäume, hier waren Bäume. Alles war komplett zugewuchert. Ach ja, hier sind die Teile, von denen ich gerade gesprochen habe. Schaut mal, wie lang. Da kann man doch bestimmt was Schönes draus basteln, oder? Ja. Zahlt man sonst im Laden ein paar Euro für, oder? Ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, hier die Rinne. Schaut mal rein. Ist noch ein bisschen dreckig. Habe ich halbwegs gereinigt. Hier war komplett zu, denn hier wuchs auch Grünzeug hier rein und teilweise schon unter das Dach. Also komplett quasi, man hat hier quasi nicht gelebt, einfach nur alles wachsen lassen. Ne? Ja, das ist nicht alles, Leute. Das ist nur ein bisschen. Das ist nur ein bisschen von diesem Baum. Und das hier, das ist auch nicht alles. Das ist auch nur ein bisschen von dem Gestrüpp, was wir haben, denn das hier war schon voll mit Grünzeug und das kommt jetzt noch mal ab. Okay, wisst ihr was? Ich würde sagen, ich schnappe mir einen Akkuschrauber und wir machen mal zusammen die Terrasse auseinander. Wir schrauben mal ein paar Schrauben zusammen ab.
Und was baust du wieder? Eine Bank mit Brennholz. Ist doch total verbrannt, das Holz. Da wird alles dreckig, der Popo, die Hände. Ameisen? Ja. Ja, da müssen wir auch was gegen machen. Aber du baust jetzt erstmal eine Bank, ne? Ja. Während ich die Terrasse auseinandernehme. Ich habe schon gestern die Bank fertig gebaut, aber es muss sie wieder ja abbauen, bis halt die Sachen ein bisschen was werden. Jetzt werden die Ameisen gejagt. Ameisen jagen? Ja, Ameisen jagen. Ameisen jagen mit Wasser. Ja, komm, warte, ich brauche einen Schlüssel, denn ich muss ins Gerätehaus Akkuschrauber holen. Kurzer Zwischenstand mit der Terrasse, also die ist schon fast abgebaut. Ich wollte euch noch mal zeigen, das interessiert euch mit Sicherheit brennend, wie das Unterholz aussieht. Also gar nicht mal so gut, kann ich nur sagen. Schaut euch das an. Also wir haben hier schönes Unterholz. So sieht's aus. Dann hier auch noch. Wenn das nicht toll ist. So, hier ähnliches Bild. Bisschen besser und hier ist richtig gut. Schaut euch das an, Leute. Oh Mann, ey. Das ist echt eine Katastrophe, ne? So sieht's aus. Fällt komplett auseinander. Hier natürlich, wo das Dach ist, das war ja jetzt hier. Hier ist natürlich heile. Aber das werden wir mit Sicherheit deutlich besser hinbekommen. Aber erstmal mache ich mich halt Folgendes dran. Also vorne die Schale muss raus, also die Verschalung. Und da ist dann ein paar Schräubchen fest. Und dann haue ich die hier raus. So, und wenn die hier überall raus sind, einmal da, hier welche und hier. Wenn die hier raus sind, dann sind die Bretter schon mal ab. Und morgen schon gehe ich neues Holz abholen. Das wird aber ein neuer Part. Ne? Das wird, ich werde das einfach mal schön in die Länge ziehen. Einfach zwischendurch Terrasse bauen, damit ich später keine halbe Stunde Video habe. Sondern einfach nur zwischendurch mal so ein kurzes Update. Ich glaube, das kommt gut an. Bis gleich. Ich mache natürlich hier noch ein bisschen weiter, bis wir fertig sind.
Mixer, Zwischenstand, Leute. Mann, haben die Leute Bock, das ist unfassbar. Kettensäge läuft im Hintergrund, so sieht's aus. Also, Terrasse sieht gut aus. Kabel haben wir übrigens abgeklemmt, war wirklich Strom drauf, haben wir abgeklemmt und das wird aber nochmal verschallt oder da kommt irgendwas drüber, wird auf jeden Fall abgedichtet, damit da kein Wasser drauf läuft. Ja, und so sieht's hier aus. Das ist hier die Geschichte. Ja, und da kommen die Balken drauf. Die holen wir morgen ab. Und da bin ich mal gespannt. Ja, echt eine Menge geschafft heute. Einen Haufen Dreck weggeräumt, das ganze Holz weggepackt. Das war's. Freuen wir uns auf morgen. Nicht auf morgen, aufs nächste Video. Tschüss. Okay.